Yo, meine Freunde, was geht ab? Boychik7 hier am Start am Boom Beach Low Level Montag. Und heute kümmern wir uns wieder um unsere Krieger. Beziehungsweise ich zeige euch wieder ein paar Angriffe, erkläre euch nochmal ein bisschen, wie das mit dem Rauch geht. Da haben ja einige noch ein paar Schwierigkeiten oder haben gesagt, zeig uns das nochmal. Du erklärst das so gut. Ich hoffe, ich kann es gut erklären. Ich kenne mich damit aus, aber beim Erklären, naja. Ich bin mir nicht so sicher. Also ich habe jetzt letztens HQ 16 erreicht und vorgestern bei Dr. Terror das Arsenal auf Level 14. Das heißt, wir können jetzt wieder alles aufwerten. Die Krieger dauern 2 Tage und 16 Stunden und kosten dafür erstmal 2,2 Millionen. Das mit dem Gold, das kriegen wir schon irgendwie hin. Wir können ja in der Folge anfangen, dafür zu sammeln. Zudem können wir auch das Medkit und die Artillerie und das Bombardement wieder aufwerten und zum ersten Mal die Rauchwand. Und es lohnt sich wirklich, Rauchwand aufzuwerten. Man denkt vielleicht, das ist es doch gar nicht wert, diese 1,3 Millionen und einen Tag und 8 Stunden. Doch, Rauchwand ist es wert und ich zeige euch gleich an der Base direkt, warum es wert ist. Das heißt, wir greifen direkt irgendeinen Spieler an. Die Spieler werden schwieriger. Ich krieg nicht mehr Kanonenblut-Energie, weil ich nochmal kein Meisterwerk bekommen habe, weil ich irgendwie Pech hatte, aber naja. Vielleicht demnächst, aber trotzdem kriegen wir so gut wie alle platt. Der dürfte keinerlei Probleme werden, oh mein Gott. Fangen wir mit dem Einfachen hier direkt an. Was macht ihr bei so einer Base? Ihr macht zuerst diese Boom-Mine kaputt, die anderen Minen stören euch nicht, solange sie nicht auf einem hohen Level sind. Dann setzt ihr eure Truppen, wir reden ja heute über Krieger, an den rechten Rand. Schicken sie mit dem Flair zu einem Gebäude am Rand, damit die in der richtigen Linie laufen. Dann hier Rauch und hier Rauch, damit so wenig wie möglich sterben. Hier stirbt keiner, die Kanonen sind ein bisschen verwirrt. Nochmal Rauch und nochmal Rauch, dann dürfte das kein Problem sein. Zwei, drei Krieger laufen so rechts ein bisschen am Rand vorbei, aber das ist nicht weiter schlimm. Jetzt ist der Rauch schon direkt vorbei und zack. Und zack, und noch ein Medkit und dann dürfte das kein Problem sein. Jetzt ist die Frage, warum wertet man Rauch auf? Der Rauch dient eigentlich, also es ist kein Problem mit so einem kurzen Rauch zu arbeiten, beziehungsweise Rauch auf Stufe 1. Allerdings, wenn der Rauch auf Stufe 2 ist, habt ihr einfach mehr Zeit. Es ist ziemlich hektisch, ihr habt ja schon gesehen, ich habe den Rauch gerade hingesetzt und ein paar Sekunden später muss ich schon meine Schockbomben bereit haben, muss ich wissen, welche Gebäude muss ich schocken. Das heißt, diese Folge dreht sich heute ein bisschen mehr um die Rauchwand an sich. Also es sind 9 Sekunden, das mag lange vorkommen, aber bis die Krieger dahin gelaufen sind, dann ist schon die Hälfte rum. Und wenn wir den aufwerten, dann ist eine Sekunde länger und Es macht wirklich einen großen Unterschied. Eine Sekunde kommt sehr, sehr gering vor, aber es ist wirklich viel bei sowas. Also ich würde euch empfehlen, wenn ihr mit Kriegern arbeitet, wertet auch den Rauch auf. Ich habe zuerst bei meinem High-Level-Account auch gedacht, nee, das ist gar nicht so wichtig, was soll ich den Rauch aufwerten und auch irgendwann mit dem Flair, die halten zu lange, aber gerade in Operationen ist das sehr, sehr wichtig, da spart ihr einen Flair und auch bei Spielern, also da habt ihr einfach mehr Ruhe, also es bringt wirklich mehr Ruhe, Krieger sind ja wirklich eine sehr hektische Truppe, einen falschen Griff und eure ganzen Krieger sind kaputt und ihr habt den Angriff verloren. Wenn ihr jetzt zum Beispiel Rauch aufs Hauptquartier, also wenn die Krieger aufs Hauptquartier laufen, ihr habt jetzt eine Sekunde und dann denkt ihr, oh mein Gott, hier sind ja Boomkanonen und hier sind Raketenwerfer, dann schocke ich hier und dann seht ihr, oh, da war ein Schockwerfer. Dann habt ihr Pech gehabt. Also ich würde sowieso empfehlen, bevor ihr angreift, schaut euch die Base an, guckt, was ihr macht, damit ihr schon vorher eine Taktik im Kopf habt, nicht einfach drauf loslaufen, das wäre nicht so hilfreich. Also der Rauch an sich hilft euch trotzdem immer mehr, so ein paar Ruhesekunden. Außerdem, falls ihr euch eure Krieger heilt, dann haben die auch eine Sekunde länger zum Heilen, bevor die beschossen werden. Der ist ja auch mega einfach. Holen wir uns den direkt auch. Obwohl wir Krieger weniger haben. Mal sehen, wie viele. 2 weniger. Ich habe übrigens mit HQ 16 nächstes Boot bekommen. Das ist erst auf Stufe 9. Das werte ich jetzt so mit der Zeit weiterhin auf. Mal gucken, was können wir denn heute. Das dauert. Die haben wir sowieso gerade aufgewertet. Dann sparen wir auf vielleicht hier das. Ja, das dürfte machbar sein. Wir sparen auf ein Eisenlager. Steinlager. Eisenlager könnte aber auch gehen. Stein- oder Eisenlager sparen wir in dieser Folge und versuchen ein bisschen Gold zu bekommen. Was ist denn das Möglichste? Das,
Das dürfte auch hinhauen. Also nicht in diesem Video, aber vielleicht ja heute noch an dem Tag so an sich. Was können wir denn? Oh, Gold. Das sieht gut aus. 500.000. Dann fehlt uns hier 1 Million. Mal gucken, wie viel. Ich gucke zuerst. Okay, wir greifen zuerst den Typ an, damit ich dann wieder die Krieger aufwerten kann. Aufstellen. Aufbauen. So, was schocken wir hier? Was ist am schlauesten? Eigentlich ist es am schlauesten, später im Spiel ist es am schlauesten, Flammenwerfer, Maschinengewehre und Schockwerfer zu schocken, weil die Flammenwerfer irgendwann so hoch gelevelt sind, dass die Krieger einfach so schnell verbrennen. Aber zu dem Zeitpunkt im Spiel, an dem noch nicht alles so hoch gelevelt ist, schockt ihr am besten Gebäude, die eure Krieger mit einem Schuss kaputt machen, wie Boomkanonen oder Kanonen. Also die Flammenwerfer bringen hier noch... können noch nicht so viel Schaden machen, dass eure Krieger so schnell verbrennen. Ich mag es, über Krieger zu sprechen. Ich kenne mich damit ja zum Glück gut aus. Ah, der hat eine Grenadierstrategie. HQ 16. Habe ich auch? Echt? Ich habe mich gerade gewundert. Ich habe echt schon alle Boote bis auf das letzte. Wow, wir kommen wirklich voran auf diesem Account, muss ich echt sagen. Es geht relativ schnell. Bald haben wir schon HQ 17 und dann bald HQ 18 und dann 19 und dann 20. Wow. Okay. Ich habe nicht geguckt, ob da eine Boommine hinter dem Turm ist. Das ist blöd gewesen. Gucken wir nochmal. Guckt auch immer hinter Türme, ob da eine Boommine liegt. So versteckt. Hier könnte jetzt zum Beispiel eine Boommine sein. Da ist eine. Wow, diese Intuition. Das war natürlich gut, weil in der Boommine verliert ihr normalerweise eine Truppe. Bei Kriegern allerdings könnt ihr mehr Truppen verlieren. Wir machen jetzt zweimal Rauch, weil ich nicht will, dass die direkt bei dieser Boomkanone, von dieser Boomkanone getötet werden. Da habe ich keine Lust drauf. Wir wollen ja so wenig wie möglich verlieren. Ich habe jetzt hier einmal Rauch zu viel gesetzt, beziehungsweise ich war großzügig, aber das macht nichts. Also ihr habt jetzt wirklich wenig Zeit. Schockbombe und Schockbombe. So haben wir relativ viel geschockt. Ihr seht, die Flammenwerfer machen zwar Schaden, aber da wir heilen und auch noch zusätzlich schlagen, verlieren wir so wenig Leben, dass unsere Krieger das gut überleben. Und die Base ist kaputt. Ich habe gar nicht auf die Namen von unseren Opfern heute geguckt. Wenigstens hatte der viel Gold. Der hatte jetzt nicht wirklich viel Loot, aber dafür viel Gold. Das ist ja ganz nice. Mal gucken, wir gucken uns jetzt die Spieler auf meiner Map an. Sind leider nicht so viele, wie ich gehofft habe. Das heißt, nicht so viele Ressourcen. Hier oben haben wir gar keinen. Hier haben wir diesen schwierigen, oder wer war das? Ja, der ist machbar, aber hässlich. Der ist zu schwierig für diese Ressourcen. Gucken wir mal nach einem neuen. Und hier unten haben wir nur noch... Wir haben echt nur 3 Spieler auf der Map. Das ist echt ärgerlich. Ich hasse sowas. Ich greife schon nicht an, oder beziehungsweise ich hatte gar keine Zeit anzugreifen. Und dann auch noch so wenig Spieler. Der ist gut machbar, obwohl der ein gutes Base-Layout hat. Vor allem gegen Krieger. Und die Statuen sind auch in Ordnung. Also der Typ macht's richtig, Tidus, oder wie der heißt. Kriegst du trotzdem mich nicht aufgehalten, mein Freund. Den machen wir trotzdem platt und den hier nicht. Da habe ich keine Lust drauf. HQ 18, ich bitte euch. Mal sehen, ob wir einen besseren bekommen. Dann haben wir echt nur diese 3 Gegner, das ist aber ärgerlich. Den kriegen wir platt, der hat die Minen da vorne. Wow, der hat aber hohe Minen. Hässlich, da schicken wir ein Bombardement drauf, dann ist der, hat der auch keine Minen mehr, die ihn beschützen können. Aber so wenig Ressourcen, 100.000 und 100.000 und... Oh, habe ich den übersehen oder ist das der neue? Oh, wow, der hat natürlich schöne Ressourcen. Ist natürlich eine hässliche Base für Krieger, wirklich hässlich. Richtig hässlich, das ist eklig. Okay, warte, wir haben 100, sagen wir mal 200.000, 300.000, 400.000, 500.000 mit Bonus ungefähr. Dann haben wir 500.000 zusammen, dann haben wir dafür 500.000, das heißt, wir haben 1 Million. Wie viel fehlt uns? Dann fehlt uns noch 300.000 und die kriegen wir nirgendwo her, das ist aber gemein. Das ist wirklich gemein. Mal gucken, wie viel fehlt uns hierfür. Dafür fehlt uns dann 200.000.
Das hier kriegen wir hin. Wir könnten Artillerie aufwerten und Bombardement kriegen wir nicht hin. Das heißt, wir könnten Artillerie aufwerten oder das hier sowieso. Mal sehen. Ich glaube, ich gehe auf Artillerie oder ich versuche irgendwie die Krieger, an die Krieger zu kommen, aber irgendwie keine andere Base und die NPCs bringen, glaube ich, zu wenig 20.000. Warte, überlege. Ich muss mal überlegen. Das ist eine Folge, in der ich selbst überlege. 50.000 mit dem, 60, 70, 80, 90, 100, 120, 140. Also ich schätze jetzt so ungefähr 140. 160, 180, 90, 200, 220, 240, 260, 280, 300. Wow, wenn ich meine ganze Map aufräumen würde und wir nicht ausgeraubt werden würden. War das Deutsch? Ich denke doch. Dann kriegen wir die Krieger heute zusammen, beziehungsweise ich kriege die Krieger zusammen. Das wäre sehr vorteilhaft. Dann kriegen wir nämlich noch mehr Gegner kaputt. Das Gold hole ich mir gleich. Die Operation ist in 2 Stunden 27 vorbei. Ich überlege. Ich glaube, wir werden im Video noch ein paar. Wir machen gleich noch ein paar kaputt. Ich hab Lust gerade auf dieses Video, auch wenn es schon länger geht. Wir gucken in der Zwischenzeit, bis dieser Krieger kaputt geht, bis dieser Krieger aufgebaut wird, die Zerstörungen von der OP an. Die habe ich selbst noch nicht gesehen, aber ich mag mein Einsatzkommando sehr gern. Und auch vielen Dank an alle Offiziere, die die Notizen schreiben. Das ist immer sehr viel Arbeit. Ich freue mich, dass ihr das macht und das macht ihr toll. Und ich bitte auch die anderen, das zu respektieren. Und die Notizen dann auch zu lesen und danach zu arbeiten und nicht irgendwas anderes zu machen. Wow, Grenadiers? Sehr gut, Atze. Die wollte ich so gern mal sehen. Grenadiers und Zookas. Holy, diese Kombi habe ich noch nie benutzt. Klingt interessant. Natürlich gefährlich die Maschinengewehre für die Zookas. Aber es sieht so aus. Oh ja, das ist gefährlich. Die Grenadiers sind hinter den Zookas. Aber dafür schockt er sie. Also die Maschinengewehre. Und es sieht gut aus. Ich glaube, die Taktik ist gar nicht so schlecht. Vielleicht vorne ein, zwei Boote mit Heavies. Dann ist es einfacher. Aber es sieht nach einem guten Sieg aus. Und Atze zerstört den Kern. Bam. Mit einem Rauch. Ich mag das, wenn man raucht nochmal. Also wenn ich Energie übrig habe, dann setze ich eigentlich immer noch Rauch aufs Hauptquartier. Ihr habt es hier noch nie gesehen, weil ich hier einfach zu wenig Energie habe. Gucken wir uns Olaf an. Bam. Das ist so eine Base. Ihr lasst die rechte Seite einfach in Ruhe und flairt nach hier hinten. Entweder am besten mit Rauch, aber falls man keinen Rauch hat, dann so wie Olaf. Das ist ein bisschen missglückt, aber der Kern hat nicht mehr viel Leben. Deswegen hat er Glück, dass die Zookas da außer Reichweite sind und den Kern gut zerstören können. Also am besten macht man hier dann so 2, 3, 4 Mal Rauch und schickt die Hookers links in die Ecke, die Base. Wird uns noch öfter begegnen in vielen Variationen, die wird auch noch schwieriger, in schwieriger Form da sein. So, gucken wir uns den Angriff auch noch an. Das wird ein Sieg. Wow. Das wird ein sehr guter Angriff. Wir haben zuerst überlegt, also da war ein Schockwerfer, dass wir den zerstören und hier vorne aufräumen. Und er kriegt wirklich alles kaputt oder setzt er sich mit Rauch nach hinten? Er kriegt wirklich alles kaputt. Wow, Königshaki. Ich spreche immer den Namen falsch aus. Du machst wirklich super Angriffe. Das ist wirklich cool. Bei so vielen Kanonen die Base zu zerstören, das ist episch. Wow. Ja, mit Rauch, wie ich es mir gedacht habe. Ich würde auch gern mit einem YouTuber, der auch Boom Beach Videos eine Challenge macht. Also der auch YouTube Videos macht, eine Challenge machen in Boom Beach. Aber leider kenne ich keinen oder habe keinen gefunden, der halbwegs vernünftige Boom Beach Videos macht. Außer dieser eine, der sehr viele Abos hat, also Mr. Mobile Fanboy oder so. Ich gucke den selbst nicht so. Aber ich habe davon gehört und einige von euch haben mir ihn auch empfohlen. Und dann habe ich ihm geschrieben, aber er antwortet mir nicht. Ich habe ihm zu wenig Abos, um mit ihm eine Challenge zu machen. Das finde ich sehr schade, wenn ihr irgendeinen deutschen Boombeat-Spieler kennt, der auch gute YouTube-Videos macht, beziehungsweise was heißt gut, dass die Qualität halbwegs vernünftig ist.
Wenn ihr einen kennt, der sowas macht, dann schreibt ihr mir gerne. Ich hätte nämlich Bock auf so eine Challenge. Und Alex gucken wir gleich an, oder war das überhaupt Alex? Ja, Alex. Jetzt greifen wir nochmal an. Den hier? Ja, den hier. Dann zeige ich euch, wie man so eine Base kaputt macht. Die ist nämlich, die ist nicht einfach, aber so schwierig ist sie auch nicht. Das Problem bei so einer Base ist, dass ihr viel Rauch braucht. Und da ich kein Meisterwerk habe bisher, leider Gottes, habe ich auch nicht so viel Energie übrig, um dann zu schocken oder zu heilen. Also ein bisschen bleibt mir, aber durch den ganzen Rauch verliere ich ziemlich viel, was ärgerlich ist. Aber ich kann ja gut mit Rauch umgehen und damit nicht zu viele setzen und damit gut sparen. Ja, so hier ist der Rauch auch schon wieder fast weg, bevor sie loslaufen. Das ist das Gefährliche, wenn ihr euren Rauch nicht aufwertet. So, jetzt haben wir aber trotzdem noch genug. Können hier mal schocken und da mal schocken. So, zack und zack. Das dürfte ein guter Sieg werden. Und los, Krieger, haut drauf. Bam. Wir haben gar nicht so viele verloren. Wir verlieren immer nur von unserem letzten Boot. Zwei Stück wieder verloren. Das ist eigentlich total in Ordnung für so Gegner. Die sind ja eigentlich. Normalerweise wird mein Boombitch immer von viel höher gelevelten Spielern angegriffen. Also so, ich sag mal, ich bin 37, dann werde ich von 45ern ausgeraubt. Und die sind 45 und werden von einem 37er ausgeraubt. Dann denken die auch, was ist das denn für einer? Ist das ein Hacker oder so? Gucken wir uns Alex' Angriff an. So. Das ist eine sehr hässliche Base. Raw und ich haben hier hinten die zwei Raketenwerfer ausgeschaltet und hier wurde auch ein Raketenwerfer ausgeschaltet. Ich weiß nicht, wer es gemacht hat. Mal sehen. Alex greift mit Ruka an. Sehr interessant. Also die Türme hätten nicht weggemusst unbedingt. Aber es ist auf jeden Fall die richtige Strategie für diese Base, weil das alles One-Shot-Buildings sind. Das heißt, wie heißt es, mit Heavies vorne hätte man einfach nur Platz vergeudet. So hat man eine große Zahl und die Gebäude können nicht so viele kaputt machen, wie Schaden ausgeteilt wird. Ihr versteht, was ich meine. Also wenn nur Kanonen da sind ohne Maschinengewehre, dann setzt auf Ruka. Das ist auf jeden Fall die richtige Strategie dafür. Und ich muss sagen, es sind echt coole Angriffe in der OP dabei gewesen. Deswegen zeige ich dir auch gerne. Das Video geht wieder lange, aber wieso nicht? Ich habe Zeit und mir macht es total viel Spaß und mich würde interessieren, ob ihr damit ein Problem habt, wenn die Videos länger gehen. Also ich mache das einfach nach, je nachdem, wie viel Zeit und Lust ich habe und mir macht es total viel Spaß. Leider dauert es dann immer ewig, das zu schneiden und zu rendern, beziehungsweise das Schneiden geht, aber das Rendern dauert ewig und das Hochladen dann noch länger. Hier können jetzt noch die Boomkanone die kaputt schießen. Aber da noch relativ viele übrig sind, wird es ein schöner Sieg. Bam, bam, bam. Es sterben immer mehr. Wahrscheinlich ist sie gleich außer Reichweite oder es schießt. Nein. Doch, außer Reichweite. Das waren. Also ich muss sagen, die zwei waren wirklich die epischsten. Die waren natürlich auch cool. Hier mit Atze, mit seinen Grenadiers. Also gute Angriffe. Ich bin stolz auf mein Einsatzkommando. Es wird. Es wird immer besser. Wir haben jetzt wieder volle Mitgliedszahl. Ich werde mal gucken, wen ich rauswerfen kann. Also, ich werfe nicht einfach so irgendwen raus. Ich werfe nur raus, wenn man sehr, 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 sehr inaktiv ist oder blöd ist. Also, blöd heißt beleidigen. Aber das kam noch nicht wirklich vor, deswegen. Wieso rede ich überhaupt sowas? Mal gucken, wen wir jetzt besiegen. Kommen wir zurück zu unseren Kriegern und zu Rauch. Wir haben gar keinen Kriegerangriff. Also Krieger machen sowieso selten OPs kaputt. Sie sind einfach für die gefährlichen Gebäude so am Rand für Raketenwerfer oder Schockwerfer, die Huka einfach zerstören würde. Mal sehen, machen wir die kaputt. Dann seht ihr, wie man die Base zerstört, wenn ich es überhaupt schaffe. Der hat 11.000 drauf. Das ist sehr gefährlich. Das heißt, auch wenn wir Krieger verlieren, dann verlieren wir auch wieder Gold, um die aufzuwerten. Ich glaube, das wird unser letzter Angriff. Oder wir kümmern uns einfach um NPC-Base. Die müssen ja sowieso aufgeräumt werden. Ja, ich glaube, das ist gut. Dann verlieren wir auch nicht zu viel Gold. Na klasse, überall
wie nennt man das? Boomkanonen. Das ist hässlich. Mal sehen, wir droppen unsere Krieger hier, setzen sie nach hier und setzen sie dann nach hier. Zack, zack. Der erste Flare war dafür, dass sie dann in so einer geraden Linie nach vorne gehen, damit die nicht so weit auseinander gehen. Und es hat relativ gut geklappt. Ich war zufrieden. Wir haben bisher keinen verloren. Jetzt müssen wir nur noch gut schocken. Einmal hier und einmal hier. Ja, alle Boomkanonen geschockt. Mal sehen, verlieren wir. Wir haben, glaube ich, einen verloren, zwei verloren. Ärgerlich. Aber also ohne Verluste kriegt man sowas selten kaputt mit Kriegern. Leider zwei verloren, aber mehr habe ich ja auch nicht machen können. Mal gucken, wen besiegen wir jetzt? Die nächste NPC-Base. Und dann werde ich einfach gleich weitermachen und ein bisschen aufräumen. Die ist natürlich einfacher. Das ist angenehm. Wir machen dieses Maschinengewehr kaputt und dann, glaube ich, auch die Boomkanone. So, zack, und mal sehen, ich weiß gar nicht, ob wir dafür noch eine Artillerie brauchen. Ja, so, zack, jetzt sind alle größeren Gefahren aus der Seite, beziehungsweise weggeräumt. Jetzt wird geschockt, und jetzt wird nochmal geschockt, damit nicht, ich möchte einfach nicht, dass die Krieger sterben. Jetzt wird hier geschockt, und dann können wir uns gleich ein Medkit holen, aber bisher brauchen wir noch keins. So, jetzt schicken wir alle zu diesem Turm und dann wird geheilt. Dann läuft die Hälfte zu dem anderen Turm und die Hälfte läuft oben, um Energie zu sammeln und keiner stirbt und bam. Das ist ja mal eine gute Base gewesen. So, so, so. Keinerlei Probleme für unsere schönen Krieger. Was heißt schön? Schön sind sie nicht wirklich. Sie sind nur stark. So, 35.000 Gold. Wir holen uns auch direkt das Gold von der OP, oder? Nee. Hole ich nachher. 2 Stunden, ja. Hole ich nachher. Das heißt nach dem Video. Ich möchte nicht ausgeraubt werden. Das wäre wirklich eine Schande. Vielleicht können wir auch irgendwas Cooles upgraden, wenn ich die alle besiegt habe. Ich habe gar nicht so auf die Ressourcen geguckt. Die Schatzkammer braucht auf jeden Fall viele Ressourcen. Aber vielleicht kriegen wir genug zusammen. Was machen wir hier? Hier vorne können wir die drei, ich mach die mal kaputt. Die und die hier. So. Dann dürfte auch nicht so viel Gefährliches passieren. Zack. So, jetzt lasse ich sie erstmal ein bisschen laufen. Wow, die sind wirklich gefährlich. So, zack, hier wird's schnell geheilt. Schnell, schnell, schnell. Passt auch bei diesem Flammenwerfer. Und jetzt schicke ich sie ja unten hin. Nein, ich wollte eigentlich nicht, dass sie zu dem Flammenwerfer gehen. Wenn ihr auf ein Gebäude flärt und das zerstört wird, dann laufen die nicht dahin. Das ist das Problem. Also passt drauf auf, flärt lieber auf offenes Feld, anstatt die zu einem Gebäude zu schicken und dann laufen sie wieder weg. Haben wir einen verloren? Ich glaube nicht. Wenn, dann einen. Keinen. Sehr gut. Also es hat noch geklappt. Aber ihr seht, bei jedem Angriff, Krieger sind sehr, sehr hektisch. Ihr müsst wissen, was ihr macht. Nein, keine 3 Donuts. Donuts? keine 3 Diamanten. Ich glaube, das war's für die Folge. Es geht wirklich zu lange. Sonst dauert's ewig mit dem Hochladen und so. Ich hoffe, euch hat diese gemixte Folge gefallen mit Angriffen aus meinen Kriegern, mit Tipps zu Rauch, mit OP-Angriffen und was weiß ich, irgendeinem Gelaber von mir. Ich hoffe, euch geht's gut. Wir sehen uns in einem anderen Boom Beach Video wieder. Montag, Mittwoch oder Samstag. Und ansonsten in anderen Videos von mir oder so. Keine Ahnung. Ich hoffe, euch geht's gut und haut rein, Freunde. Bis zum nächsten Mal. Ciao.